Wider Erwarten bleibt an diesem Tag alles ruhig. Ich schanze die ganze Zeit über, den ganzen Tag und die Nacht, damit ich etwas tiefer in den Graben komme, der vom Artilleriefeuer und von den Granatwerfern an dieser Stelle fast zugeschüttet ist. Am gleichen Tag fällt noch der Leutnant der Kompanie und ein älterer Feldwebel, ausgezeichnet mit dem Deutschen Kreuz in Gold, übernimmt die Reste der Kompanie. Am Abend werde ich zurückgeschickt, um Essen und Munition von hinten zu holen. Dabei treffe ich Hans Stoßberg. Ich kann mich kaum halten vor Lachen, denn er hat, wie bei Wilhelm Busch, einen riesigen Verband an der Nase, denn er hat in der Nasenspitze einen Splitter stecken. Seine Kompanie, die rechts von uns lag, ist praktisch völlig aufgerieben und der Kompaniechef, ein sonst sehr strammer Hauptmann, ist während der schweren Kämpfe so völlig durchgedreht, dass er zu den Russen übergelaufen ist. Trotz seiner Verwundung will er zur Kompanie zurück, zu den paar Mann, den Resten der Kompanie, die ca. 500 Meter hinter uns liegen. Ich rate ihm dringend ab und ich sage ihm, dass er sich doch schleunigst zum Hauptverbandsplatz begeben soll mit diesem prächtigen Heimatschuss. Er will nicht. Am nächsten Tag erfahre ich, dass seine Kompanie völlig aufgerieben wurde. In gespenstischer Beleuchtung von brennenden Häusertrümmern schleppe ich die Munition mit einem Kameraden in die vorderste Stellung und arbeite dann gleich weiter, um den Graben an meiner Stelle und die Umgebung zu vertiefen. Zeit zum Schlafen finde ich nicht, denn ich ahne, was uns erwartet. 24. September 1942. Am nächsten Tag im Morgengrauen greift wieder der Russe an und es gelingt ihm nun links und rechts bei uns vorbeizustoßen. Er kommt etwa 3 Kilometer weit. Trotzdem bleibt es bei uns im Abschnitt relativ ruhig. Als wir aber sehen, dass der Russe rechts und links an uns vorbeigestoßen ist, wollen wir über einen rückwärtigen Grabenabschnitt zurückstürmen, um nicht endgültig gefangen genommen zu werden. Aber am Ausgang dieses Grabens steht unser Feldwebel mit der Pistole in der Hand und bereit, jeden umzulegen, der türmen will. Er ist der Einzige, der einen klaren Kopf behalten hat, denn wenn wir über das freie Gelände zurückgegangen wären, wäre das unser sicherer Tod gewesen. Da hätte der Iwan uns von allen Seiten unter Feuer genommen. Unter dem Druck des Feldwebels und seiner Pistole beziehen wir wieder einen kleinen, ca. 200 Meter breiten Stellungsabschnitt und verhalten uns ganz ruhig, damit der Iwan uns nicht bemerkt. Im Laufe des Vormittags behagt uns unsere eigene Artillerie, da sie annimmt, dass der Russe bereits in unserer Stellung sitzt. Ein Kamerad von mir, ein Student der Technischen Hochschule, der neben mir liegt und nicht genug in der letzten Nacht geschanzt hat, bekommt einen tödlichen Treffer von einem Splitter der eigenen Artillerie ab. Auch ich bekomme einen Splitter in den Rücken und laufe sofort zum Sanitätsbunker. Dort stellt sich jedoch heraus, dass der Splitter nur gerade meine Haut geritzt hat, da er erst den von mir aufgeworfenen Erdwall durchschlagen musste. Mein Kamerad dagegen ist bereits tot, als ich in meinen Stellungsabschnitt zurückkehre. Er hatte in der Nacht nicht genug geschanzt. Unter Mittag gelingt es der ARI-Beobachtungsstelle, die mit ein paar Mann mit im Graben liegt, eine Verbindung zur eigenen Artillerie zu bekommen. Nachdem endlich Verbindung bestand, konnte von uns ein sehr präzises Artilleriefeuer auf die rückwärtigen russischen Verteidigungslinien gelenkt werden, da die Russen rechts und links an uns vorbeiliefen, ohne uns zu entdecken. In der Abenddämmerung, nachdem wir mehr als 12 Stunden bereits völlig abgeschnitten sind, greift plötzlich das neu herangezogene, völlig frische Regiment Großdeutschland an und der Russe wird aus den Stellungen rechts und links von uns von diesem herrlichen Regiment wieder herausgeworfen. Wir schießen nach rechts und links mit dem MG in die türmenden Russen hinein und bringen ihnen von unserer Insel heraus, die sie nicht mehr vermuteten, schwerste Verluste bei. Als das Regiment Großdeutschland uns erreicht, wollen wir mit diesen weiter vorstürmen, um den laufenden Russen weiter zurückzujagen. So groß war unsere Wut. Am Abend des nächsten Tages kommen zur Einweisung
der uns ablösenden Kompanie, der Kompaniechef, der Hauptfeldwebel und ein Leutnant mit einem Kompaniemelder nach vorn. Die ablösende Kompanie kommt aus einem ruhigen Abschnitt der nördlich von uns liegenden Sumpffront, wo man so schwere Kämpfe nicht kennt. Ich war auch zeitweilig Kompaniemelder, wurde aber diesmal nicht dazu ausgewählt. In einem Volltreffer knapp hinter der Front fallen alle vier Mann wenige Minuten später. Dadurch, wegen der fehlenden Kompanieführung, kommt die Ablösung, die wir am Abend stündlich erwarten, nicht pünktlich. Nochmals müssen wir deshalb eine unheimliche Nacht an dieser besonderen, schweren Frontstelle durchmachen. Vor Müdigkeit können wir kaum die Augen offen halten. Doch plötzlich, in der sonst ruhigen Nacht, klingt vor uns das Urä der Russen auf. Plötzlich scheint in voller Helle der Mond, sodass wir das Schussfeld übersehen können. Die Russen, die angreifen wollten, können wegen der nun hellen Nacht nicht mehr aus ihren Löchern heraus. Ein Kamerad aus der Kompanie, der Polnisch und etwas Russisch kann, ruft zu den Russen herüber: Es wäre doch alles zwecklos, sie sollten doch zu uns überlaufen. Und danach erheben sich plötzlich etwa 25 bis 30 Russen knapp vor unserer Stellung und laufen zu uns über. Sie werden von uns wenigen, nur noch etwa 10 Mann sind wir als Rest der Kompanie, gefangen genommen. Nur jeder Zweite besitzt eine Waffe, so knapp sind die damit. Sie sollten von dem jeweiligen Gefallen die Waffen übernehmen. Im Morgengrauen werden wir abgelöst. Unsere zahlreichen Toten schleppen die Russen, fast alles Mongolen, zur Wolga zurück. In der Kommandantur liefern wir die Russen ab und bekommen für jeden ein Kurmesbrot als Belohnung. Der Kamerad, der die Russen zum Überlaufen aufrief, ist dabei auch verwundet worden durch den Schuss eines russischen Kommissars, der das Überlaufen verhindern wollte. Er ist durch den Schulterblattschuss jetzt auch ausgefallen. In einem Keller nahe der Kommandantur fallen wir todmüde in den Schlaf, nachdem wir das saure Essen von vor 2 Tagen abgelehnt haben. Aber wir haben für jeden eine halbe Flasche Sekt besorgt und die auf nüchternen Magen zu uns genommen. Das sicherte einen guten Schlaf. Ja, Freunde, hier endet das Tagebuch des Soldaten Eckert. Es gibt wohl noch einen zweiten Teil, den die Familie gerade sucht. Wenn der gefunden wird, sollte ich den auch wieder vorgelegt bekommen. Und dann geht es weiter mit Eckert und seinen Kameraden in der Hölle von Reschef. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich denke, das beschreibt auch sehr präzise, was diese Männer dort durchgemacht haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.